My folk have suffered much. I shall not repeat Emir's mistakes. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Ranked. Das ist eine eigentlich ziemlich coole Hand, wenn ich ganz ehrlich bin. The Roach will ich nicht haben. Mahakammer kann ich ablegen. Noch ein Vipernhexer ist perfekt. Will ich den Schwalbentrank? Oder will ich lieber Mahakammer haben? Brauche ich den Vivaromedic am Anfang? Eigentlich auch nicht. Ich habe das Alchemie-Deck ein bisschen... Ich bin heute ein bisschen kaputt, sage ich mal. Wir nennen es kaputt. Ich habe das Alchemie-Deck ein bisschen umgebaut, weil viele unter die Kommentare geschrieben haben, dass ein paar Karten vielleicht besser sind. Ich glaube, ich lege mal den Vivaromedic ab. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder das Vampirblut drin, statt dem Expired Ale. Er fängt mit einem Spion direkt an. Das ist sehr interessant. Triss würde ich jetzt ungern ausspielen. Ein Anführer würde ich jetzt auch ungern ausspielen, aber ich habe meinen Spion nicht auf der Hand. Und einen Schwalbentrank habe ich schon auf der Hand. Das heißt, die Chance, mit einem Novizen einen rauszuholen, ist nicht gerade hoch. Na komm. Er kann resetten, das ist sehr interessant. Das heißt, ich werde nicht den Schwalbentrank nehmen. Und Plötze rettet vor einem guten Brandziel. Das ist in Ordnung. Plötze wäre jetzt natürlich besser, wenn er in die letzte Reihe gesprungen wäre, aber ist mir egal. So, kann es halt passen. Muss dann nächste Runde noch eine Karte ausspielen. Ich denke nicht, dass er einfach so passen wird. Ich denke, er wird weiterspielen. Er hat gepasst. Das ist in Ordnung. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, was er für ein Deck spielt. Aber ich denke mal, ich werde diese Runde jetzt ein bisschen länger ziehen. Hoffentlich ziehe ich meinen Spion. Ich habe meine Endfinisher-Kombo auf der Hand. Den Novizen brauche ich jetzt immer noch nicht. Den werde ich nächste Runde vielleicht nochmal brauchen. Und da ist die Alraunenwurzel. Okay. Ich müsste anfangen. Das ist ein Problem. Ich muss mal gucken, was ich ziehe mit dem Anführer. Der Spion ist gut. Der Spion ist sogar ziemlich gut. Damit ziehe ich jetzt den Guardian noch und lege einen Mahakammer nach ganz unten. Das ist in Ordnung. So, der kann nicht einfach jetzt passen. Ne? Er muss weiter spielen. Wenn ich die Runde gewinne, gewinne ich das Spiel. Von daher ist es in Ordnung. Er muss auf jeden Fall noch was ausspielen. Ich hoffe nicht. Aber selbst wenn er unseren Anführer jetzt wegmacht, haben wir immer noch die Möglichkeit, Kahir nächste Runde abzulegen. Ich würde nur ganz gerne noch ein paar Karten in den Friedhof befördern, vor allem den Vipernhexer. Wir haben jetzt gerade nur einen Vipernhexer, das ist ein bisschen doof. Aber es geht trotzdem noch. Ich habe noch drei Ale im Deck, die kann ich aber alle rausholen. Mit Isaiah, ich weiß nicht, ob ich irgendwas wieder zurückmischen würde, aber mit dem schwarzen Blut könnten wir auch schon mal den Spion fressen. Okay. Er spielt irgendein Swap-Deck, ich weiß nicht ganz genau, was er spielt. Thanks. Ich werde jetzt trotzdem mal unseren Anführer ein bisschen hochboosten. Er kann die Stärke da zwar wieder runternehmen, aber... Und es scheint ein Handbuff-Deck zu spielen. Ich habe jetzt leider nur eine Möglichkeit, gut die Karten wegzumachen. Von da ist das relativ doof. So, hier haben wir erstmal noch einen Golem. Das heißt, er zieht nächste Runde vielleicht noch eine schlechtere Karte. Ich will ihn einfach so ein bisschen rauslocken. Ich weiß aber nicht ganz genau, was er spielt. Also, wenn er jetzt wirklich ein Handbuff-Deck spielt, ist es vielleicht nicht so optimal. Wobei, ich würde jetzt ganz gerne die Mahakammers rausholen. Und die Schwalbentränke. Weil in der nächsten Runde hätte er einfach zu gute Ziele. Jetzt habe ich natürlich zwei genau... Ich habe genau in die falsche Reihe gespielt. Genau in die falsche Reihe. Ich würde nämlich möglichst ganz gerne verhindern, dass ich zwei sehr große Brandziele kriege. Aber es ist dennoch in Ordnung. Ist die Frage, was ich mit Saya spielen oder zurück ins Deck mischen will. Ich kann natürlich Roach zurück ins Deck mischen. Das ist sogar sehr interessant. Er klaut sich da ein paar Punkte. Die Frage ist auch noch, was ich ausspielen will. Ich will auf jeden Fall noch Plötze zurück ins Deck mischen. Ich würde ganz gerne Wesemir für nächste Runde haben. Da hat er was resettet, das ist aber auch nicht wirklich schlimm. Der ist nur leider jetzt komplett weg, das heißt, den kann ich nicht mal mehr wiederbeleben.
Ich könnte Triss zurück ins Decken mischen und Plötze könnte ich zurück ins Decken mischen. Das wäre, glaube ich, relativ in Ordnung. Plötze will ich zurück. Oder will ich die Alraunwurzel? Dann kann ich die Alraunwurzel jetzt nochmal mit Wesemir spielen. Das wird mir einen ziemlich guten Endfinisher geben. Aber ob ich das wirklich machen will? Triss kann ich ja nicht zurückmischen, habe ich vergessen, weil es eine Goldkarte ist. Ich bin, man merkt es vielleicht gerade, nicht auf dem Höhepunkt meiner geistigen Fähigkeiten. Es könnte vielleicht an den 4 Litern Bier gelegen haben. Aber wir machen trotzdem weiter. Ja, will ich die Alraunwurzel zurücklegen? Ich lege sie mal zurück, weil er bufft ja auch irgendwas in seiner Hand. Ist eine Option mit Wesemir. Ich will mich nicht zu hoch buffen, wenn er resettet. Spielt nochmal eine Karte aus. Bufft nochmal eine Karte in seiner Hand. Jetzt habe ich eigentlich eine relativ gute Hand. Ich habe nur leider nur einen Vipernhexer. Ne? Das ist es halt. Aber ich denke, ich will jetzt passen. Er muss anfangen. Wir spielen die letzte Karte aus. Er hat jetzt aber eine sehr stark gebuffte Hand. Also er wird wahrscheinlich seine Schwerttänzer da auf der Hand haben. Die Sache ist, er muss anfangen. Und wenn ich ihm am Anfang jetzt vielleicht Vipernhexer gebe, muss er die Vipernhexer angreifen. Schwalbentrank will ich nicht haben. Alle Raunwurzeln nochmal gezogen. Das ist in Ordnung. Also das, die ist in Ordnung komplett. Ich habe leider nur einen Vipernhexer gezogen mit dem Medic jetzt nicht. Okay, er spielt mit dem Runenstein. Kriegt noch einen Handbuffer. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. So. Ich will ihm natürlich keine großartigen Ziele geben. Mit Ointment könnte ich jetzt nur noch einen Zweier aus dem Deck rausholen. Will ich jetzt erstmal meinen Anführer wiederbeleben? Ich glaube, ich will sogar meinen Anführer jetzt erstmal wiederbeleben. Vielleicht ziehe ich ja noch einen Wilgefortz. Nein. Will ich einen Vipernhexer? Ich würde ganz gerne eigentlich einen Vipernhexer kriegen. Falls er einen kaputt macht. Ich glaube, ein Vipernhexer bringt mir mehr als... er bufft irgendwas gerade ziemlich hoch. So. Ich will noch nicht das schwarze Blut ausspielen. Einfach aus dem Grund, das würde wahrscheinlich unser Endfinisher. Ich will auch nicht, dass er diese Karte zurücksetzt. Ich kann jetzt noch eine Novizen aus dem Deck rausholen. Oder aus dem Friedhof eher. Und nimm eine Maha-Kammer, da verteilen sich die Punkte ein bisschen mehr. Wilgefortz habe ich leider nicht gezogen. So, ist die Frage, was seine letzten Karten jetzt sind. Ob seine letzten Karten noch drei Schwertenmeister sind. Da ist ein Secret. Was will ich mit Wesemir rausholen? Ointment würde mir nichts bringen. Ein Schwalbentrank könnte ich noch rausholen. Die würde mir halt auch nichts bringen. Will ich mit Wesemir noch eine Runde warten? Er wird wahrscheinlich ein Secret sehr stark hochgebufft haben. Ich weiß nicht, ob er Schwertmeister unbedingt spielt. Von daher werde ich jetzt mal Wesemir, Schwalbentrank und Plötze. Ist in Ordnung. Ich glaube, er hat ein Secret sehr stark hochgebufft und das wird Toro sein. Einfach damit. Ah, da kann er nochmal resetten. Das ist in Ordnung. Will ich jetzt wirklich die Allraumwurzel spielen? Was ist seine letzte Karte? Wie viele Punkte wird ihm Toro bringen? Das ist halt jetzt halt die finale Frage. Ich nehme ihm einfach mal eine Karte da weg von Toro. Dann wird er 2 Punkte weniger kriegen. War jetzt nicht die optimalste Allraumwurzel. Okay, und er kann nochmal zurücksetzen. Ich glaube nicht, dass Toro ihm so viele Punkte bringt. So, und genau da. Das haben nicht viele geschrieben. Der Ghoul ist optimal. Vor allem mit den 11er-Karten oder mit dem 13er Spion kriege ich nochmal 19 Punkte gut zum Abschluss. Jetzt kommt seine Toro. Na, wie viele Punkte hat er? 25. Das ist eine interessante Strategie, Toro auf so viele Punkte zu bringen. Aber es hat leider nicht gereicht. Aber man kann ihn nicht resetten. Es ist halt im Prinzip hat's fast funktioniert. Ne? Eigentlich nicht. Aber wir sehen uns nächste Runde wieder. Ich weiß nicht, was ich dann spiele. Bis gleich. If it's peace you desire, prepare for war. You want peace? Fight for it. Mhm. Wir spielen anscheinend gegen Reveal. Was will ich gegen Reveal haben? Er wird am Anfang viele kleine Karten haben. Das heißt, Die Balliste ist gar nicht so schlecht. Battering Ram nehme ich auch.
Hiermit kriege ich einen Spion auf jeden Fall raus. Ich habe beide Brandkarten. Ich lege mal die ab. Brauche ich einen zweiten Catwin Sergeant? Eigentlich nicht. Einen Deadmold würde ich vielleicht sogar ganz gerne mal halten. Jetzt habe ich halt natürlich nur... Ich habe meinen Ronwit nicht, ne? Ich hätte ganz gerne meinen Ronwit. Ist die Frage, was ich ablege. Ich würde wahrscheinlich höchstens Deadmold dafür ablegen, vielleicht. Ah, will ich Deadmold dafür wirklich ablegen? Ich bräuchte Deadmold am Anfang, um seine Karten auch vielleicht ein bisschen aufzuhalten, seine 7er. Von daher behalte ich's. Nehme ich Rommel jetzt in der ersten Runde nicht. Ich habe meine Sergeants. Ich weiß auch nicht genau, was er spielt. Oder ob er jetzt gleich mit dem Enthüllen anfängt und dann einfach nur massive Powerkarten spielt. Es gibt ja auch noch diese Art von Enthüllen. Es gibt mehrere Enthüllungsvarianten. Sind wir mal gespannt, was er spielt. Gucken, was er spielt. Und dann kontern wir, was er spielt. Versuchen es zu kontern. Okay, genau deswegen wollte ich Deadmold haben. Den kann ich mich jetzt nicht wirklich kümmern. Das Problem ist natürlich... Ah, ich will die ausspielen. Ich hätte ihn Spion geben können auch. Jetzt wird er eine Menge aufdecken. Ja. Ich lege 26 Punkte hinten. Kann ich diese 26 Punkte mit zwei Karten aufholen? Ich glaube tatsächlich sogar ja, wenn ich gewillt bin, mein Hänsel zu benutzen. Oder brauche ich den Hänsel? Wie viel macht ein Siege Master? Er spielt noch weiter. Okay. Ah, jetzt müsste ich vielleicht sogar meinen Hänsel benutzen. 40 Punkte wird ein bisschen harsch. Ich könnte aber auch jetzt den Rambock nochmal nutzen, wird nicht reichen von den Punkten her. Er sieht jetzt halt auch fast meine komplette Hand. Will ich die erste Runde mit gewinnen? Eigentlich würde ich ganz gerne die erste Runde gewinnen. Wenn ich Hänsel draus rufe, machen die Ramböcke eigentlich okay. Machen die Ramböcke. Ich vergesse das einfach. Ich werde mal Hänsel nutzen. Von den Punkten her ist das gut. Ich habe auch meine Ziele. Ich will nicht unbedingt die Dreier wegschießen. Das heißt, ich werde mal seine Siebener noch angreifen. Und ihn nochmal runter. Jetzt habe ich nämlich auch für meine Ballisten. Okay. Ne? Okay, Ziele. Das heißt, eine Balliste, die ich nächste Runde ausspiele, würde mich schon über seine Punkte rüberbringen. Wenn ich die Vierer, dann die Dreier und dann die Zweier nehme. Ein Ragnarok. Ich spiele tatsächlich nicht mehr mit. Aber das ist in Ordnung. So. Er würde jetzt natürlich die Runde ein bisschen länger halten wollen mit dem Ragnarok. Höchstwahrscheinlich. Greetings. What is it? Okay, er will wahrscheinlich die Balliste wegschießen, aber es reicht nicht ganz von den Punkten. Denn jetzt kann ich die Balliste nochmal triggern. 2, 2. Jetzt ist die Frage, was will ich anschießen? Ich will eigentlich die 9er möglichst leben lassen, aber ich kann auch die 9er noch. Kann ich die 9er? Nee, ich will die 9er nicht. Schieß nochmal einen 2 an. Ich kann seine 11er theoretisch mit einer verstärkten Balliste nochmal anschießen. Und sie zu 9er machen und dann hätte ich halt ein optimales Brandziel mit seinen ganzen Karten. Okay, Borg ist geschwächt. Es ist aber trotzdem in Ordnung. Ich werde jetzt mal hier die ausspielen, werde auf 9 Punkte schießen und sein 7 noch anschießen. Ich verliere nur jede Runde 2 Punkte, das ist in Ordnung. Ich könnte nächste Runde sogar einen Spion geben. Die Frage ist, ob er einen Spion spielt. Aber ich weiß halt nicht, wie sehr er die erste Runde gewinnen will. Dass er jetzt natürlich meinen Villain Threat mehr auf 1 gesetzt hat, ist relativ doof. Okay, er hat noch eine 9er. Er hat den weggeschossen, das ist in Ordnung. Ich kann den jetzt theoretisch sogar wiederbeleben. Und kann alles auf 7 setzen, ne? Wenn ich alles auf 7 setze, wobei er hat noch eine 9er auf der Hand und die wird er wahrscheinlich noch ausspielen wollen. Rambok könnte ich jetzt triggern. Ich könnte einen Rambok wiederbeleben, wenn ich es wirklich haben will. Spion will ich nicht unbedingt rufen.
Ich könnte aber auch Detmold für einen Wetterclear rufen, aber dann würden wir selber auf 7 Punkte kommen. Aber wie gut wäre ein Wetterclear? Eigentlich ziemlich gut, weil wir würden 4 Karten von uns um 2 Punkte buffen. Und ich würde in die nächsten Runden nicht mehr wirklich viel verlieren. Well then, let's get to work. Jetzt wurde halt eine Menge angeschossen, ne? So. Die Frage ist, ob ich Borg ausspielen soll oder ob ich es lassen soll. Wenn ich, das Problem ist, ich muss jetzt halt irgendwas ausspielen. Ne? Ich kann jetzt einen Brand ausspielen für 2 Neuner. Ich werde auch jetzt einen Brand wahrscheinlich für 2 Neuner ausspielen. Spion kann ich ihm nicht geben, einfach aus dem Grund, weil... Ja, da würde er wahrscheinlich passen. Borg hätte nicht genug Punkte gemacht. Das heißt, es wäre auch eigentlich schwachsinnig gewesen. Er gibt mir jetzt sogar noch seinen Spion. Ich weiß, dass es mit Henry nicht reicht. So, das heißt, dass es jetzt nicht reicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach passen. Ich lege 28 Punkte vorne. Er müsste wahrscheinlich beide Karten ausspielen. Kann er aber nicht. Jetzt ziehen wir nochmal eine Runde neu. Und ich kann jetzt einfach nächste Runde meinen Spion geben, ziehe noch eine Karte nach. Und er muss noch eine Karte ausspielen. Er kann nicht mit einem Spion anfrontern. Die verstärkten Herr Borg brauche ich leider nicht mit dem Brand. Aber ist mir egal. Meine Runde. Ron wird es noch ganz gut. Der kommt auch selbst dann immer wieder. So, er muss noch eine Karte ausspielen. Deckt mir wieder 2 Karten auf, aber das reicht. Henry hat da wieder zurück ins Deck gemischt, so wie es aussieht. Die Frage ist, was er jetzt noch für Endkarten spielt. Er muss aber anfangen. Wir spielen selber nicht wirklich Brandziele, höchstens Ronwit. Von daher ist das in Ordnung. Will ich zweimal einen Siege Master? Eigentlich nicht. Das Problem ist, wenn ich 2 Siege Master spiele, wobei kann ich noch irgendwas Besseres ziehen? Ich habe noch Muzzle, Seldkirk und Borg im Deck. Wir ziehen natürlich noch eine von denen. Das ist nicht optimal gewesen. Okay. Das ist nicht optimal. Ich kann auch einen Siege Master oder eine Balliste rausholen. Das ist tatsächlich in Ordnung. Ich habe mit dem Brand gerechnet. Er wird jetzt aber keinen weiteren Brand mehr nutzen können. Ach, Ronwit, warum springst du da hinten hin? So, die kann ich wieder voll heilen. Das ist in Ordnung. Jetzt seine letzte Karte, wenn es eine Yennefer ist, wird er sich nur selber wegbrennen. Nein, es ist keine Yennefer, aber damit hätte ich gewonnen. Okay. Es lief ganz gut. Tut mir leid, dass ich heute wahrscheinlich ein bisschen stiller war. Aber, ja. Und dass die Folge auf jeden Fall später kommt, wahrscheinlich heute. Aber ich bin ein bisschen kaputt noch von gestern. Ist jetzt auch nur eine normale Ranked-Folge gewesen. Keine Deckschmieden-Folge. Ich wollte eigentlich noch eine Deckschmieden-Folge aufnehmen, habe es gestern leider dann nicht mehr geschafft. Ich hatte zu viel zu tun übers Wochenende. Das heißt, es ist jetzt nur eine normale Ranked-Folge gewesen. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen in Ordnung. Morgen versuche ich wieder eine Deckschmieden-Folge hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht gibt es da noch eine Ranked-Folge, aber ich müsste es hinkriegen. Ne? Ich habe jetzt noch einen Sonntag Zeit. Heute kein Livestream, erst morgen wieder. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Vielen Dank für die Alchemie-Tipps nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.